Ich wollte tatsächlich sogar mal ein bisschen produktiv sein, wie ich es eigentlich immer will. Hallo? Hey zusammen und herzlich willkommen zu einem Part von Minecraft Paradise. Ja, es ist endlich mal wieder da. Und ich habe auch einfach irgendwie voll das schlechte Gewissen gehabt, weil ich jetzt schon seit Ewigkeiten nichts mehr gebracht habe hier auf dem Server. Und deshalb jetzt auch einfach noch einmal eine Folge Paradise. Yay. Ich habe wirklich schon, ich glaube seit, also Tage sind schon nicht mehr. Ich glaube, es ist schon über eine Woche, wo ich einfach nichts mehr, ach scheiß Maus, nichts mehr auf dem Kanal gebracht habe. Dementsprechend wurde es langsam wirklich wieder Zeit. Es tut mir auch wahnsinnig leid, dass die ganze Zeit nichts kam, aber man merkt einfach, dass der... Calm down. Man merkt einfach, dass der Urlaub vorbei ist und man einfach wieder mitten in der Arbeit drin ist und es laggt. Und naja, wie wir wissen, bin ich nicht die Einzige, die... Holy shit! Nein, nicht schon wieder. Nein, aua. Lass mich raus! Kommt raus, Hühnchen, ich rette euch. So, ich habe drei deiner Hühnchen gerettet, Elmo. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob Elmo Videos hochgeladen hat. Ich sollte mir wirklich ein Schwert craften. Ich bin... Ja, ich werde das jetzt doch tun. Ich werde mir ein Schwert craften. Diese wundervollen Pflanzen, die... Ja, Facebook, danke. Diese wundervollen Pflanzen, die ihr hier immer um die Häuser herum seht, werden in der Regel von Lucky angebracht, um zu zeigen, dass man länger nicht mehr online war und sein Haus langsam am Verwittern ist. Das ist auch eigentlich gar nicht so falsch, weil, wie gesagt, schon länger nicht mehr da gewesen und so weiter und so fort. Ist halt irgendwie blöd. Ich habe aber jetzt wirklich den Drang gehabt, nochmal ein Video zu machen. Ich habe voll Minecraft verlernt. Merkt ihr das? Ich bin voll langsam. Ich wollte tatsächlich sogar mal ein bisschen produktiv sein, wie ich es eigentlich immer will. Hallo? Leute? Ernsthaft? Achso, ich könnte mal in meinen Briefkasten gucken. Ich lasse das jetzt einfach so. Es ist stylisch. Ich mag das so. Ich lasse das so. Ich habe eine Glasflasche. Dankeschön. Ich kriege von den Jungs immer, weil ich ja die Tränke verkaufe, die Glasflaschen wieder zurück. Finde ich sehr nett von euch. Vielen Dank, Jungs. Ich will mal ganz kurz gucken. Ich glaube, viel hat sich nicht getan seit meiner Städte-Tour-Gedöns. Wieso hat jetzt jedes Haus hier einfach diese komischen Schlingpflanzen um sich herum? Diese ganzen Lianen-Dinger. Einfach jedes außer das von Tobi. Hallo? Tobi ist auch nicht immer da, oder? Ich weiß es gar nicht. Wie ist jetzt eigentlich hier mit dem Oster-Event? Ich glaube, es ist vorbei, ne? Muss eigentlich vorbei sein, weil... ja, es ist vorbei. Hier waren eigentlich Eier. Finde ich schade. Ich habe nicht alle gefunden. Hätte man eigentlich auch recht sehen können, dass es jetzt vorbei ist. Ich habe nicht alle Eier gefunden. Wir haben, glaube ich, 8 oder 9 haben mir noch gefehlt. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Aber kann man jetzt nicht ändern. Frohe Ostern kann man jetzt auch mal wegmachen. Ist nämlich schon vorbei, ne? Und so. Wie gesagt, die letzte Stadtführung ist schon ewig her. Und ich muss was essen. Ich habe nichts zu essen dabei. Und trotzdem hat sich hier aber nicht wirklich viel getan. Ich habe immer mal wieder auf den Server drauf geguckt, weil wir haben ja diese wundervolle Live-Map. Link in der Videobeschreibung, by the way. Und da kann man dann immer gucken, wer gerade so online ist. Und es ist aber eigentlich fast nie einer da gewesen. Weshalb ich dann auch nie wirklich den Drang hatte, auf den Server zu kommen. Weil warum sollte ich auf den Server gehen, wenn keiner da ist? Alleine aufnehmen ist halt scheiße. Was tust du denn gerade? Du nimmst alleine auf. Ja, natürlich. Ich weiß, dass ich alleine aufnehme. Aber es ist halt immer einfach keiner da. Außerdem... Da brennt ein Baum. Außerdem habe ich auch einfach... Jetzt hat selbst das Schiff. Heiliger. Ich habe auch jetzt das Problem, dass ich... Was heißt das Problem? Also ich bin gerade von der Arbeit gekommen. Spätdienst wohlgemerkt. Es ist Freitag, der 17.04. um... Warum ist hier Sand? Warum liegt hier Strom? Nein, Quatsch. Lasst mich nicht lügen. 21.49 Uhr. Und ja, ich, wie gesagt, komme gerade vom Spätdienst. Bin noch ziemlich matsch, habe es zumindest geschafft, duschen zu gehen. Dementsprechend rieche ich nicht mehr ganz so schlimm, wie ich es vorher getan habe. Ihr wollt nicht wissen, was heute im Dienst los war. Warum? Mein Gott, ich habe immer noch meine Wasserläufe. Oh, scheiße, ich muss die mal reparieren. Ich
wollte die reparieren, oh mein Gott. Aber ich habe nicht genug Level, glaube ich. Ich wollte die unbedingt reparieren, weil, guck mal, schon fast kaputt. Und mir tränt gerade das Auge. Warum? Aua. Ich will einfach mal ganz kurz in die Häuser reinlunzen. Jetzt kommt man hier gar nicht mehr rein, ne? Weil die komischen Pflanzen davor sind. Es hat sich eigentlich nichts getan. Doch bei Lucky, ach Quatsch, wir sind gerade bei Lucky. Bei Hug Me hat sich was getan. Das kann ich euch ja mal ganz kurz zeigen. Danach werde ich produktiv sein, Leute. Versprochen. Ich habe nämlich auch noch mein Häusle, ist noch gar nicht fertig. So. Und. Stirb doch! Mann! Scheiß Viecher! Das mit dem Verzauberungshäuschen müsstet ihr eigentlich schon mitbekommen haben. Ich weiß jetzt nicht genau, was ich schon aufgenommen hatte und was nicht. Ja, ich weiß, Lucky. Boah, Lucky und Hug Me, ey, ihr nervt mich. Oh, hey, das ist ja cool. Sehr nice. Also Hug Me hat auf jeden Fall eine Menge gemacht. Hat hier auch noch ordentlich ausgebaut. Er hat ja diese Schaffarm noch gebaut gehabt. Und hat dann hier noch so ein bisschen, ich sag mal, seinen Garten erweitert. Dass man hier jetzt auch... Oh, ist das? Was ist das? Ich bin einfach mal so... Holy! Ach, ist das eine... Für Eier? Ist das eine Hühnerfarm? Das hört sich fast so an, ne? Ja, Tatsache. Für Eier. Was willst du mit den ganzen Eiern, mein Freund? So, ja, ich sollte vielleicht hier anfangen. So, da. So, hier ist die Schaffarm, die kennt ihr schon. Dann ist hier noch irgendwas anderes. Ach du Scheiße. Okay, jede Menge Öfen, die offensichtlich nicht gesichert sind. Ich nehme mal an, dass das dann Absicht ist und das einfach für die Allgemeinheit sein soll. Hier habe ich eigentlich ein Schild hingesetzt. Ich habe ihm hier ein Schild hingesetzt mit, das ist wunderschön. Ich finde das wirklich wunderschön, by the way. Und ja, er ist irgendwie so der Einzige, der hier noch so ein bisschen gebaut hat. Und noch eine Sache hat sich verändert, habe ich auf der Live-Map gesehen, habe ich allerdings wirklich noch nie hier so in Natura gesehen. Er hat hier so eine schöne Hecke hingebaut und hier neben entsteht das... Ah, mein Auge, ey, das tut voll weh gerade. Gerstenkorn incoming. Hier neben entsteht das neue Domizil von Nilo. Denn er war offensichtlich mit seinem alten nicht so wirklich zufrieden. Ich bin mir nicht sicher, ob er mit diesem jetzt zufrieden ist. Ich hoffe es einfach mal. Denn der Brunnen ist bis jetzt das Geilste an dem Haus. Aber das war jetzt nicht negativ gemeint. Ich bin mir sicher, dass hier draußen noch was Ordentliches entstehen wird. Aber Hauptsache hat schon Blümchen, wie cool. Ja, da hinten das alte Haus ist dementsprechend abgerissen worden. Und er ist der Erste, der tatsächlich die Regelung einhält, dass man die Umgebung wieder so herrichtet, wie sie vorher war. Nein. Nein! Scheiße, Mann! Meine Diaschuhe. Meine Diaschuhe mit Wasserläufer 3 sind einfach mal in der Folge kaputt gegangen. Ist das euer Ernst? Oh Gott, nein. Naja gut, wie gesagt, ich wollte noch ein bisschen produktiv sein. Ich hätte sie wirklich reparieren sollen. Ich bin so dumm. Scheiße, Mann. Okay, dieses M geht mir selber auf den Sack. Es tut mir wahnsinnig leid. Das ist irgendwie, das eignet man sich irgendwann an. Und hier wollte ich immer noch mal die Preise ändern. Das Ding hier kann ich jetzt auch mal wegmachen. Ist ja schön und gut und lieb von ihm, aber irgendwie nervt mich das gerade ein bisschen. Kann ich gar nicht mehr aufnehmen. Inventar ist full. Worüber könnte ich quatschen? Ich hatte mir eigentlich so ein paar Themen zurechtgelegt. Ich habe in letzter Zeit unglaublich viele Floyd geguckt. Und dementsprechend sind da einige Themen zusammengekommen. Habe ich Blümchen? Die Blümchen hatte ich doch vorher nicht. Wer hat mir hier Blümchen hingestellt? Ich kriege irgendwie immer Blümchen. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch das einzige Mädchen hier bin. Die Post hat übrigens auch schon verwitterte irgendwas hier. Mein Hund sitzt immer noch hier rum. Ach. Irgendwie ist die Post auch leider ohne Leiter im Moment. Beziehungsweise, ja, der Leiter ist ja eigentlich Xeltaras, aber er ist genauso wenig on wie alle anderen auch. Er ist ein bisschen blöd. Er sollte eigentlich auch da hinten das mal abgerissen haben. Hat er aber leider bisher noch nicht.
Selbe Regelung wie bei Nilo. Eigentlich sollte man die Umgebung wieder so herrichten, wie sie vorher war. Ist bisher noch nicht geschehen, passiert aber hoffentlich noch. So, jetzt wollte ich. Ich wollte genau das. Ihr wisst Bescheid, ne? So. Ja, ich wollte mal ganz kurz gucken, was mein Facebook. Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. So, wieder da. Dementsprechend wird es gleich wieder einen Facebook-Bling geben. So, hier könnt ihr ja sehen, ist mein Häuschen immer noch nicht ganz fertig. Ich habe gerade irgendwas gehört. Und das wollte ich jetzt ändern. Ich muss aber erstmal mein Inventar ein bisschen entrümpeln. Ich hatte mir schon die Dias zurechtgelegt, damit ich es präparieren kann. Ich bin so ein dummer Mensch. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Okay, ja, jetzt. Alles voll, alles voll. Ich muss mal gucken, dass ich hier irgendwelchen Stuff mal. Ich habe so viele Eier. Wo habe ich so viele Eier? Ah, ich war in seiner. Oh, scheiße. Sorry, ich habe gerade meine Sätze niemals vollendet. Nicht einen einzigen. Ist blöd, weil ich habe gerade festgestellt, dass ich in Hackmies Eier-Dingsbums da unten war. In Hackmies Eiern war ich. Nein, ich habe ja unten, war ja unten in seiner komischen Hühnerfarm und habe da die ganzen Eier eingesammelt. Und dementsprechend habe ich jetzt hier 100.000 Eier in meinem Inventar. Was ist das? Trank der Nachtsicht. Ja, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich gehe einfach gleich pennen. Ist mir hier noch Futter? Und dann packe ich da doch einfach mal die Eier mit rein. Da kann ich ja eigentlich auch Kuchen draus machen und so Gedönsens. Bett brauche ich im Moment eigentlich auch nicht. Packe ich hier unten in meine wichtiges Allerlei-Kiste. Ach, da war noch ein Schwert drin. Scheiße. Ja gut, okay. Ist egal jetzt. Dann ist es, glaube ich, dunkel. Ich gehe kurz pennen. Plupp. Plupp. Pling. Da haben wir es wieder. Ja, ist nicht mehr AFK. Diese komische AFK. Hier hätte ich ja auch noch mal was draus machen können. Ne? Das ist jetzt so ein leerer Raum. Da war ja vorher mein Verzauberungstisch drin. Da könnte ich jetzt eigentlich meine kleine Chemielabor reinpacken. Aber, oder ich könnte es einfach zumauern. Ich habe keine Ahnung. Hä, was tue ich? Ich dummer Mensch. So, jetzt bin ich nur am Überlegen. Ich hatte mir extra Birkenholz gefarmt. Gehst du mal da rein? Dankeschön. Und wieder Schwarzeichenholz, damit ich hier mein Fachwerkhäusle weiterbauen kann. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wie hoch das ungefähr war. Wir hatten von hier aus 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Das war klar. Packe ich aber hier schon mal so. Zack, zack, zack. 5. So. jetzt muss ich nur gucken, weil irgendwie, ouch. Muss ich das ja ungefähr gleich halten. Dementsprechend mache ich am besten. Mal weg mit dem Driss hier. Weg, weg, weg. Mache ich am besten hier noch. Ja, das war jetzt schlau. Danke. Mache ich hier am besten noch so ein Dingens hin. Dann kann ich nämlich hier mit der Wand anfangen. Weil ist irgendwie auch logischer und so, denke ich mal. Zack und zack. So, dann packe ich nämlich hier meine Birkenholzwand hin. Dann sind die Fenster irgendwie ziemlich unnötig, würde ich mal sagen. Wobei, nee, eigentlich nicht. Nee. Oder? Doch? Doch, doch, sind sie. Oder mache ich hier gar. Wartet mal. Ich muss ja eigentlich so. Und dann packe ich hier. Ist total unnötig. Was tue ich hier für einen Driss? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt erstmal die Wände so. Punkt. So, wenn ich das hier mache und dann das da und. Ergibt das alles wenig Sinn? Könnte so klappen. 1, 2, 3, 4, 5. Müsste hier genauso hoch sein wie da drüben. Dann müssten hier auch noch zwei hochgehen. Genau. Dann mache ich die zwei hier aber mal weg. Einfach weil ich es kann. Ich hatte jetzt vorhin irgendwie mit LeFloid angefangen. Ich weiß nicht, aber das ist so ein. Wie viel hatte ich? Achso, hier muss ich höher gehen, ne? Das könnte hinkommen. Tun wir uns einfach mal weh, brechen uns alle Knochen.
Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, warum ich mit ihm angefangen hatte. Ich habe mir, wie gesagt, sein komisches News-Format da jetzt tausendfach angeschaut und finde es eigentlich mega genial, muss ich zugeben. Ich könnte jetzt eigentlich die Bände hier einreißen und könnte die alle so ein bisschen. Ich könnte es aber auch einfach lassen. So. Packe ich hier nämlich die Bände hin. Zack, 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 zack. Dementsprechend hatte ich mir eigentlich so ein paar Themen zurechtgelegt, über die ich auch eventuell quatschen könnte. Problem an der ganzen Geschichte ist einfach nur, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich dann die Themen von ihm klauen würde. Das würde ich nicht. Das heißt ja sowieso grundsätzlich, dass wenn man was Ähnliches macht wie große YouTuber oder irgendwie nur was einen ähnlichen Satz von sich gibt wie größere YouTuber, dass man dann automatisch das Zeug von denen geklaut hat. Finde ich dann übrigens total Bullshit. Klar, irgendwie. Oh mein Gott, wie dumm. Ah, das ist cool. Nee, ist nicht cool, weil es nicht reicht. Scheiße. Hättet ihr die ja ruhig ein bisschen höher ansetzen können, ihr Mensch. Ich glaube, das hat Nilo. Jetzt kann ich meine Tür nicht mehr rein. Das hatte Nilo in einem seiner Parts übrigens auch schon angesprochen, dass. Das war an sich ein anderes Thema, ein anderer Ansatz, aber es befasste sich auch mit größeren YouTubern und der Ungerechtigkeit dessen, dass die mehr Rechte haben als wir kleinen YouTuber. Es ist nun mal einfach so, dass die früher schon Spiele spielen können, an die wir noch überhaupt nicht rankommen, weil das Release-Datum nun mal noch in der Zukunft liegt. Das finde ich persönlich mega unfair. Zum einen auch, weil wir dann einfach gar nicht mehr die Möglichkeit haben, das noch zu let's playen, weil es einfach schon gelet's played wurde und keiner mehr daran Interesse hat, es nochmal zu sehen, weil das kennt schon jeder und so, ihr wisst schon. Dementsprechend ist es nun mal einfach eine Tatsache, dass größere YouTuber eher die Chance haben und bekommen, den neuesten Stuff zu zeigen als wir. Ist ja schön und gut, das ist sozusagen so eine Art Marketingstrategie der Spielehersteller, um ihre Spiele halt gut zu verkaufen, weil nun mal die großen YouTuber mittlerweile relativ berühmte Persönlichkeiten sind, mit denen sich dann das Spiel nun mal auch besser bewerben lässt, sag ich mal. Und ja, im Endeffekt kann ich es auch verstehen. Die wollen im Endeffekt nur ihren Profit machen, aber es ist halt einfach, es ist scheiße. Es ist egal, wie man es hinstellt, es ist scheiße. So. Und ja, genau dasselbe ist es jetzt quasi mit du klaust Sachen von größeren YouTubern, ey, jetzt ist voll geklaut und so. Ist falsch. Ist irgendwie auch immer eine Sache des Urheberrechts. Ich glaube, es gibt auch viele YouTube-Zuschauer, die mit dem Wort Urheberrecht doch überhaupt nicht wirklich was anfangen können, denen das überhaupt nicht wirklich was sagt. Und dementsprechend quatschen die dann einfach irgendwas vor sich hin, von dem sie eigentlich überhaupt keine Ahnung haben. Tut mir leid, dass ich das so offen sage, aber es ist manchmal so. Und dementsprechend sind wir dann die Dummen. Weil wir am Ende wahrscheinlich, zum einen haben wir halt immer diese dämlichen Kommentare bei uns stehen. Ja, wer ist jetzt wir? Wir sind halt die kleinen YouTuber, die versuchen irgendwas zu machen, was nun mal ihrem Style entspricht. Und das zufällig derselbe Ansatz wie der eines großen YouTubers ist. So. Wir versuchen einfach nur unser Ding durchzuziehen und das ist nun mal halt was ein bisschen Ähnlichkeit mit dem hat, was ein größerer YouTuber macht. Sei es jetzt irgendwie. Ich habe gerade kein Beispiel. Aber man wird halt immer direkt als. Ich nenne es mal Dieb hingestellt. Das klingt ein bisschen blöd, gerade im Zusammenhang mit mir und meinen Spielevorlieben. Keine Ahnung. Aber ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich das Strohdach noch weiterziehe. Habe hier eigentlich überhaupt keinen Bock zu, weil es so nervig ist, dieses scheiß Dach immer zu farmen. Vielleicht mache ich da auch einfach. Bretterdach? Treppen? Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch überlegen. Und ich habe schon. Ja, ich bin schon wieder am Ende meiner Folge angekommen. Halleluja. Jetzt habe ich das Thema irgendwie nur halb angesprochen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was man nochmal vertiefen könnte. Was eigentlich jetzt auch in den anderen Folgen, wie gesagt, schon angesprochen wurde, aber ich wollte es einfach nochmal aufgreifen, weil eigene Meinung und so.
Und vielleicht ergibt es sich ja irgendwann die Tage nochmal, dass ich nochmal mit jemand anderem aufnehme, als immer nur mit mir selbst. Da kommt Rauch aus dem Schornstein. Nein, das sind die Segel, richtig? Das sind die Segel von dem Schiff. Das sind die Segel von dem Schiff. Ich dachte, jetzt kommt aus Luckys Schornstein auf einmal Rauch. Das wäre schon cool gewesen. Ja, also. endlich kam mal wieder eine Folge, in der ich zwar irgendwie nur unzusammenhängenden Mist geredet habe, mag daran liegen, dass es eigentlich auch schon relativ spät ist. Aber ja, sorry dafür. Es wird jetzt hoffentlich demnächst nochmal ein bisschen mehr hier von mir kommen. Es wird auch wieder Neverwinter und Perfect World kommen. Bin ich mal noch am Überlegen, vielleicht schaffe ich es ja das ein oder andere noch jetzt am Wochenende hochzuladen. Morgen bin ich viel unterwegs, da werde ich das wahrscheinlich nicht schaffen, aber am Sonntag werden auf jeden Fall Videos kommen. Das kann ich euch eigentlich sogar schon versprechen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch ein Däumchen nach oben da, wenn dem so ist. Und ansonsten würde ich sagen, ja. Ja, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.